Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, ich habe mal eben hier den Kampf fertig gemacht. Und jetzt können wir das Foto noch fix machen. Fotozeit! Gut, berichten wir von unserem Erfolg. So, und jetzt zurück. Hey Nord, über dir! Gott, nee, nicht schon wieder. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. So, automatisch fahren zum Aufgabenziel dahin. Nee, reißen wir mal nicht schnell. Da will ich wieder hinfliegen. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. So, da warten wir jetzt aber, bis wir da... So, jetzt. Wow! Wow, enorm! So, dann mal zurück nach Lestalum. Ach Gott, das Fliegen macht so scheiße viel Spaß. So, da müssen wir jetzt hier irgendwie ein bisschen runtergehen. Was macht er denn da? Wie? Hallo, ich kann nicht mehr links drüber fliegen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Fliegt er denn hin? Ich kann es nicht mehr steuern. Okay, das ist so. Hallo? Irgendwas stimmt da nicht. So. Das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch. Gut, ich lasse jetzt einfach mal fliegen, wo hin er will. Irgendwie will es die ganze Zeit rechts rüber fliegen. Ignis! Ach Gott. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Landung vorbereiten bitte. So. Und landen. So. Ignis, halt mal an.
Verstanden. Gut, wenn das jetzt irgendwie nichts wird, weil er einfach zu blöd ist, einfach, sag ich jetzt mal, dahin zu fahren. Oder eher zu fliegen. Dann reisen wir eben automatisch hin. Wir sind da. Gut. So. Ist zwar irgendwie doof, dass wir jetzt zwar jetzt das Flug, also so fliegen können, aber trotzdem irgendwie noch an unsichtbare Wände stoßen mit dem Flugzeug. Naja. Da seid ihr ja! Ein Glück ist euch nichts passiert. Ja, das Foto haben wir auch. Hallo? Ah, jetzt. Ich dachte schon. Aha. Ja, gut. Wurdet ihr etwa angegriffen? Sie hatten keine Chance. Die vier Muskeltiere, was? Ich bin mittlerweile ein großer Fan von euch geworden. Mein Konzern kämpft jetzt auch gegen das Imperium. Wir Könige holen uns Luzis zurück von ihnen, nicht wahr? Ja. Danke. Hier, das ist meine letzte Spende für euren Feldzug. Ich hoffe inständig, dass ihr weit damit kommt. Gebt nicht auf. Gut, dann war das jetzt die letzte Quest von dem. So, 20.000 Gil. Noch eine? Ach, Prinz Noctis. Ich spare mir einfach mal die langen Vorreden und komme gleich zum Punkt. Schon mal was von Geisterfotos gehört? Schreibst du jetzt schon Esoterisches? Nein, nein, sowas doch nicht. Es ist was ganz Seriöses. Das berühmte Gemälde Lakshmi, der akkordische Nationalschatz, soll von einem bösen Geist besessen sein. Einem Geist? Unglaublich, nicht wahr? Aber ich wittere eine brandheiße Sensation hinter diesem Gerücht. Sollten du und deine Freunde nach Altissia gehen, dann versuch doch bitte ein Foto vom Geist für mich zu machen, ja? Verfluchtes Meisterwerk. Okay. Das hört sich ja interessant an. Gut, verfluchtes Meisterwerk. Dann ein Angles Albtraum, das Rätsel in mehreren Akten. Das ist auch so eine ganz komische Quest. Gut, eine neue Legende. Die würde ich eigentlich fast schon jetzt machen, wobei das Level 55 ist. Machen wir erstmal die Daurel-Höhle. Die ist nämlich bis jetzt vom Level am niedrigsten. So. Dann erstmal zum Auto. Automatisch zum Aufgabenziel. Da hinten. Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Ja. Hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Sag mal, Noct. Was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Nee. Nee, wir fahren weiter. Was? Du hast noch nicht genug? Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Ach, du bist doch schön genug. Oh, das sagst du doch nur so. Die Musik wollte ich überspringen und dann fängt sie zum Labern an. Das gibt's ja nicht. Die Sonne geht bald unter. Noct, allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Gute Idee. Ach nee, übernachten brauchen wir nicht.
Zumindest jetzt noch nicht. So. Abheben kann ich hier nicht. Wieso kann ich hier nicht? Sag mir jetzt nicht, ich kann nachts nicht fliegen. Sieht echt so aus. Na super. So, dann mal kurz, dann dahin und da reisen wir direkt hin. Ja, gut, da sind wir jetzt. Dann kurz mal Karte. Haben wir da kein Refugium in der Nähe? Das ist seltsam. Ja gut, dann müssen wir hier pennen und was essen gehen. So, einmal übernachten. Ab ins Bett. So, 2 Tage vergangen. Kautes Raststätte. So, jetzt sind alle Level 70. Aha. Der neue Regalia. Oh, das sieht interessant aus. Das nehmen wir mal mit. So. Und dann werde ich mal kurz noch was anpassen. Und zwar, wie war jetzt das? Kamera? Ja, genau, Gefährtenkamera. Lenkt die Kamera auf deine Gefährten, wenn diese Gegenstände benutzen oder kampfunfähig werden. Das mache ich jetzt erstmal aus. Dann gehen die Kämpfe auch ein bisschen zügiger. Weil vor allem bei Prompto nervt mich das Video erstmal da so sich rumwälzen muss. Bis er mal eigentlich eine Phönix wieder zum Beispiel benutzt. Das nervt halt auch ein bisschen. Morgen. Morgen. Achtung, Aufnahme. Oh, großartig. Ja. So, dann kurz mal den Chocobo wieder mieten. Wir sind viel zu Willkommen im Krähennest. Seid ihr hungrig von der Jagd? So, was Neues? Gibt's hier nicht? Nö. Damit ist Spaß garantiert. Der Trümmerfeind. Chopperwook. Küstenmarkturm. Megaphönix. Okay. Unheimlich. Unheimlich. Ernsthaft. Und hier Panzertierparade. Jo. Was darf ich bringen? So, einmal das hier. Kommt sofort. So, danke. Das war's man dann erstmal. So, automatisch fahren Karte und obwohl nee, Aufgabenziel eigentlich. Lasst nichts liegen. Okay. So, dann gib mal Gas.
Gut, dann werden wir jetzt diese Höhle erforschen und hoffen mal, dass da zufällig ein Königsgrab drin ist. So ein Refugium scheint es hier wirklich gar nicht zu geben. So, Ignis, gib mal ein bisschen mehr Gas. Dann brauchen wir ja Ewigkeiten, bis wir da mal oben sind. Mieses Wetter. So, erstmal einen Chocobo rufen. Moment, da ist ein Schatz. Den nehme ich nur schnell mit. Der, da liegt er. Ein Diamantarmband. Vogel, komm her. Da liegt auch noch was. Eine Riesenvogelfeder. Also dann. So. Dann auf zur Daurel-Höhle. So. Wo komme ich da jetzt nochmal genau hin? Was ist? Schlechte Sicht bei diesem Wetter. Siehst du wenigstens, wo du hinfährst? Mehr oder weniger? Wir fahren nicht, wir reiten. So, da haben wir was. Das nehme ich schnell mit. Einen Sandstein. Oh, was für eine hübsche Farbe. Los, Kleiner. So. Da sind wir, glaube ich, jetzt richtig. Dann hier mal schon abspeichern und dann geht's rein in die Daurel-Höhlen. Ups, so. Dann mal rein in die gute Stube. Licht an! Ja. So, mittlerweile sollten wir stark genug sein, um plötzlich auftauchende Gegner hier besiegen zu können. Ein Massivknochen. Schön. So, geht anscheinend nach unten. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Okay, hier müssen wir uns durchzwängen. Schon wieder den Bauch einziehen? Hoffentlich bleibt Gladio nicht stecken. Was soll das denn heißen? Ich geb dir gleich Bauch. So. Hui, da hinten leuchtet was. Wie oft waren wir jetzt schon unter Tage? Egal, ich gewöhne mich eh nie dran. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Los geht's! Jo! Ja! Ein Brunnen! Ade! Achtung! Niemand gern! Jawohl! Und noch ein Sieg! Der Kampf war einseitig. Ja gut, der war jetzt nicht so schwer.
Ein verrostetes Metallstück. Juhu. Hey, hier gibt's Magie. So, und Eis ist voll. Magie. Eis. Ach, komm, wir mischen mal alles zusammen. So, und was nehmen wir noch dazu? Was haben wir denn oft? Purpurne Zunge. Schwächung. Ja, so. Ars Ominosi. Interessant. Da geht's anscheinend nach unten. Gut, da die eigentlich auch runterspringen können. Na komm, Prinzesschen. So. Vorwärts. Ja. Igitt. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Reicht eine Minute? So lang brauchen wir. Wo ist denn Prompto? Also dann. Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffe sprechen. Okay, das war jetzt komisch. Gut, einen Drachenzahn. Auch nicht schlecht. So, dann mal da weiter. Okay. Was genau lebt hier unten? Ist das giftig? Oh Gott, ja. Was ist das? Irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht. Ich glaub, mir wird schlecht. Was kann das sein, Ignis? Eventuell ist das Wasser vergiftet. Wir sollten sehen, dass wir hier schleunigst rauskommen. Vergiftetes Wasser. Mal was Neues. Hier geht es weiter. Hier auch. Was nun? Gute Frage. Möge der Prinz entscheiden. Sehr großzügig. Ihr sucht doch eh nur einen Sündenbock. Du hast es erfasst. Ja, genau. Giftiges Wasser und alle stehen drin. So. Ein super Trank. Ja, Wahnsinn. Okay, da wird's lila. Da kann ich eh nicht hingehen. Okay. Wir nähern uns langsam dem Gegner. Wir sollten behutsam vorgehen. Lasst uns bitte bloß zusammenbleiben. Ja, die Ruhe gefällt mir nicht. So, und hier soll er sein. Mal gucken, was hier jetzt auf uns wartet. Netter Partykeller. Schön geräumig. Auf der anderen Seite wird's heller. Könnte Sonnenlicht sein. Das von oben einfällt. Oh, super. Das hält uns die sicher vom Hals. Wollen wir es hoffen. Ja, mal gucken. Warum ist hier eine Leiter? Hey, da liegt ja was. So, ein Prachtkäferpanzer. Schön. Und was haben wir hier Schönes? Da oben ist irgendwas. Recht, eine Art Vorsprung.
Sogar mit Leiter. Es gibt also doch Spuren von Zivilisation hier. Wer hier wohl war? Und aus welchem Grund? Gut möglich, dass wir es herausfinden, wenn wir die Höhle weiter erkunden. Spannend. Hartschneide. Okay, neue Waffe. Lass die stärker. Nee. So, wie schaut die aus? Standardmäßig. Gut, auf den Vorsprung kommen wir aber nicht hoch. Irgendwie. Und hier können wir auch nirgends hochklettern. Gut, aber wir kommen irgendwie da hinten vielleicht hoch. Na, nicht ganz. Na gut, wir gehen jetzt erstmal hier und erkunden die andere Seite. So, wieder voll in die Giftsuppe hier rein. Was bist du denn? Erschreck dich doch nicht so. Ein Nekromant. Leg los, Otto! Bin dran! Start! Okay! Vortrefflich! Echtes Teamwork! Otto scheint desorientiert. Ja. Yeah. Alle Mann zum Angriff. Das Reich haben wir, Leute. Das war einfach. So, das Ding ist erledigt. So, erstmal aus der Giftsuppe hier weg. Gut. Ja, da würde ich sagen, genau. In der nächsten Folge geht es dann hier direkt weiter. Dann war es erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.